Piep. Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei der 17 hier auf der Karte. Losberg. Und ihr habt recht gehabt, ich muss das wirklich neu starten. Ging jetzt nicht anders. Sorry, also... Ich hasse es. So, auf jeden Fall... Mist, jetzt habe ich hier das Fragezeichen weggeklickt. Was stand denn da? Also, folgendes. Ich habe jetzt einfach nochmal... Bin auf der anderen Karte drauf und es war alles nur Wiese, alle Felder platt. Und habe jetzt blöderweise auch die alte Version nicht mehr gehabt. Also es lag einfach definitiv daran, dass ich geupdatet habe. Ich habe mir nichts bei gedacht. Ach, hey, komm, jetzt ist doch im Menü. Das ist doch toll, jetzt drückst du auf Update und passiert schon nichts. Und ja... Falsch gedacht. Ja. Falsch gedacht und der Tom hat ja mal keine Zeit und habe ich auch natürlich nicht im Forum gelesen oder so, sondern dachte mir, hey, komm, das geht schon gut. Und wisst ihr was, ich hätte gerne das Feld hier. Denn Feld 37 finde ich eigentlich ganz cool. Ist auch schön dicht am Hof dran und warum sollten wir das nicht nehmen? Wir haben jetzt 1,3 Millionen, ich habe also alles erstmal verkauft an Fahrzeugen. Ist quasi wieder ein bisschen jungfräulich und wir gucken mal, wir starten einfach mal ein bisschen anders. Ich würde mir vorstellen, dass es mit den Kühen losgeht und warum sollen wir dafür nicht erstmal Silage anlegen? Wo kommt denn die überhaupt hin? Die Kühe waren doch hier da oben irgendwie. Wir brauchen natürlich jetzt ein paar Fahrzeuge dafür. Das heißt, wir werden uns einen eigenen Häcksler kaufen. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen mit der Kohle, dass wir uns dann nicht verzetteln. Das wird mir schon schwer fallen wahrscheinlich. Also ich hatte einen Hahn und zwei Hühner. Mal gucken, ob sie sich vermehren. Würde mich nochmal interessieren. Also das Geld ist schon wirklich, kommt daher halt von dem Umzug der Karte, bla, wenn ihr das nicht verfolgt habt. Und Verkauf aller Gerätschaften. Das ist jetzt wirklich erspielt und er nochmal nach unten korrigiert. Mhm. Gut, hier oben war das. Wunderschön. Sorry fürs Räuspern, aber wenn ich das nicht mache, dann geht es gar nicht mehr. So, wir wollten das Feld... Was ist Feld 38? Hatte ich das gerade? Das war noch... Nee, 6... 34? 34, ne? Nee, 34 ist das... Das hier. Ja, es müsste dann eigentlich hier 37 sein. Wo ist denn der Kaufbutton hier? Hm. Hm. 37, müssen wir so mal gucken. Ist das der dann? Nee, das wird doch... Jetzt ist meine Maus weg. Hallo? Auf ein neues. Feld 37... Hallo, jetzt hör doch mal auf. Jetzt ist es schon wieder mal eine Maus weg. So, jetzt nur nichts Falsches drücken. So, Feld 37. Genau. Ja, wir würden 15.000 kriegen und also ich überlege gerade wegen der Mission, weil dann wird ja der Preis hier nochmal ein bisschen besser für das Feld, weil wir zahlen ja so 222.000, aber andererseits weiß ich nicht, ob dann noch die Ernte hier drauf ist. Und von daher würde ich sagen, wir kaufen das jetzt einfach mal so. Und habe ich das jetzt gekauft? Doch, steht ja, ne? So, ich habe jetzt noch keine Gerätschaften. Wir brauchen auch so einen Häcksler. Ich hatte mir so mal diesen Klaas runtergeladen, aber so, so ganz meins ist das auch nicht. Ich meine, das hier ist ja auch ein dickes Vieh, ne? Boah, 824 PS. Ein bisschen überdimensioniert, oder? Wobei ich mich frage, was gibt es denn überhaupt hier an Dingern? Warte mal, der eine war jetzt ein New Holland und New Holland oder Krone würde ich jetzt nehmen, ne? Ist alles schon wieder ein bisschen teuer. Was denn die Cupello hier ist doch keine Mod. Zu wem gehört die eigentlich? Wahrscheinlich zum Rostelmesh, oder? So, dann haben wir hier
eine Breite von 6 Meter. Krone hat 6,20 Meter sogar. Mhm. Was ich jetzt bei den Jonah noch cool finde, ist hier das Teil für die, keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Da kannst du auch farblich nichts mitmachen. Kriegst du die nur? Von New Holland. Dann ist das schon fast ein. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sonst den Kram ernten kann. Ich würde das mir echt gerne mal machen. Und das ist doch dieses. Wie heißt denn das Zeug? Weiß ich nicht. Wurst. Wurst ist es nicht. Wenn du es wisst, schreib es runter. Ansonsten werde ich es bestimmt bis zum nächsten Mal finden. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Macht es dann wirklich mehr Sinn, den New Holland zu nehmen? Moment, habe ich so viel falsch. Preisunterschied. Noch nicht so viel, ne? Bei 40,824 PS. Ja. Natürlich Leistung satt, wie man so schön sagt. 300 PS mehr. 900 FSI und der Easy Connect. Was sagt mir das nochmal? Achso, Easy Connect und 900 FSI, okay. Und der hat 9 Meter. Und der hat nur 6 Meter. Ja, das ist natürlich schon nochmal eine. Ja, was machen wir da jetzt? Das wäre fast etwas, wo man sagen müsste, okay, das wird abgestimmt. Ich glaube fast. Aber ich brauche den jetzt. Sonst müssen wir ihn später nochmal verkaufen, wenn wir die. Und die andere Frage, ob der nicht zu groß ist für die Karte, ne? Ich meine, die Breite ist schon 9 Meter. Ah, komm, wir nehmen den jetzt. Ist bestimmt falsch, oder? Ich habe ja nicht auch vorgenommen, dass wir das so machen. Auf der Map vielleicht ab und an mal, dass wir dann über gewisse Dinge einfach mal abstimmen. Ne? Also dann zum Beispiel, wenn es irgendwie ein Häcksler oder sonst irgendwie was brauchen, dass wir dann sagen, okay, ich stelle euch 2 oder 3 zur Wahl, die es mir gut gefallen und wir stimmen das einfach ab. Wenn ihr dazu Bock habt, schreibt es einfach mal einen Kommentar. Würde mich mal interessieren. Dann würde ich dann halt mal so Abstimmung mit dann reinbasteln, ne? Die ich dann auswerte und ja, mal gucken. Und müssen natürlich ein bisschen mal sagen, was dann in etwas weiterer Ferne dann ist, falls ich mal 2, 3 Folgen im Vorrat aufnehme. Ach, der hat doch was, oder? Warte mal, weg hier. Gibt's da nicht schon den Hardhider? Ich weiß es gar nicht. Mal wieder mal schöne Aufnahmen machen. Ja. Gucken wir das Ganze mal von innen an. Ist auch okay. Ja. Also vom Gefühl her, ganz ehrlich gesagt, hätte ich eigentlich lieber den Corona. Der ist irgendwie grüner. Ja, weißt du, wenn. Na, als Mann, was kaufen gehst und siehst dann die dicken PS-Zahlen, dann ja, wird man halt schwach. Ja, fährt er nicht rückwärts? Doch. So, gucken, ob das Ding überhaupt dran passt. Naja, wie gesagt, wenn ich mir nochmal umtauschen.
Licht ist an. Ich brauche jetzt mal die Map wieder. Das finde ich dann nie in die Frage. Ist, nehmen wir uns einen Anhänger mit? Bräuchten wir schon, ne? Ist ja... Obwohl andererseits... Nee, komm, es macht einen Traktor. Ja. Das wird so einen schönen Traktor aussuchen. Geht jetzt mal so zum Feld. So, wir machen das Tor auf. So. Wer kennt den Weg? Also, pass auf. Wir müssen jetzt hier raus. Dann eigentlich würde ich mich links halten. Erstmal. Ich probiere es mal. So, hier rocks. Direktion ist schon eine Freude. Ja, da muss ich auch was zu fressen kriegen, ne? Das heißt, bei dem einen Feld darf es nicht bleiben, da muss ich natürlich dann zusehen. So, warte mal. Und jetzt würde ich erstmal rechts fahren. Vorbeilassen hier. Ja, jetzt müssen wir wieder links. Steht denn da dran? Holzhausen, okay. So, also noch geht's ganz gut. Ich meine, wir sind jetzt nur eine weiter. Ja, jetzt werden die Straßen aber schon schmaler. Na, wir müssen hier rein. Definitiv. Hier ist das Sägewerk. Okay. Mal diesen Blinker, diesen Auto aufholen. So, soll ich mal, dass ich von hier auch gut dran komme ins Feld? Ja. Dann kann man gut starten. Und hier gibt es Wasser. Okay. Ist das nicht mittlerweile schon ein Autocombine? Nochmal interessant. Ich wollte gerade switchen. Wir haben ja noch nichts zum Switchen. Ist ja noch nichts da. Ne? So, ja, was können wir da noch machen? Ich hätte ja gerne nochmal von anhängertechnischer Seite den Dings. Moment. Kipper. Hier. Den IT-Runner. Der hat es mir ja nicht mal angetan und ich habe den ja noch nie so, also er lief ja nie richtig vernünftig. Ne? Das wäre natürlich erstmal eine Überlegung wert, ob das jetzt nicht dann doch mal ein bisschen besser klappt. Wobei ich sie auch sehr geil, der Joskin, der gefällt mir auch sehr gut. Sieht auch klasse aus, finde ich. Aber wie gesagt, andererseits würde ich ganz gerne nochmal den IT-Runner nutzen wollen. Ja, könnte man eventuell auch mal zwei Container nehmen, zur Not, wenn du irgendwie ein größeres Feld hast, das erstmal zur Seite stellst und dann weitermachst oder so. Das wäre halt auch nochmal eine gute Option. Ne? Jetzt weiß ich nur nicht genau, ich habe jetzt hier noch diesen Zweiachser runtergeladen, ob die sich auch vertragen, weil das
kürzer wäre mir eigentlich fast lieber. Es war so ein bisschen günstiger und hier mit den Straßenhändeln ist halt auch mal so eine Sache. So. Anhängerkupplung. Machen wir hinten nochmal eine dran, würde ich sagen. 700. Die Hauptfarbe. Ja, grau würde ich ja nicht. Machen wir da irgendwas? Sieht dann wieder total wie Kasper aus, wenn ich wieder Farben aussuche, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Wir könnten natürlich auch nochmal grün anschauen, aber ich ärgere mich dann wieder schwarz, weiß ich jetzt schon. Straßenräder, nee, ich würde schon mal, Zwillingsräder würde ich auch nicht nehmen, ich würde Breitreifen nehmen, weil wir auch auf dem Feld gut unterwegs sind damit, ne? Und ich würde sagen, mal Riffelblech oder mal Kunststoff. Wir nehmen Riffelblech. Können ja später auch nochmal ein bisschen aufrüsten. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch. So, und dazu brauchen wir natürlich auch einen Traktor. Also ihr müsstet schon eigentlich auch einen Frontlader haben. Ja. Auch ein bisschen Power haben, damit wir einiges wegschaffen. Soll natürlich auch was fürs Auge sein. Den Waldrahmen finde ich noch ganz gut mit der Dings da, aber wie wär's denn mal mit so einem Fendt? Der ist 165 PS. Was ist denn da Maximum? 240 könnten wir den dann pimpen. Auch nicht schlecht, ne? Vielleicht nicht ja auch den Case Puma, das ist ja auch meins. Den mag ich auch besonders gern. Aber ich glaube eh nicht so, ne? Der könnte jetzt mit Frontlader und den kriegst du bis 270 PS. Was war jetzt bei dem Fendt? Der hat auch Frontlader. Dann nehmen wir. Darf ich einen Case haben? Aber ich meine, Fendt, wir müssten auch nicht mal Fendt nehmen, weil Fendt ist ja auch das Neue hier drin irgendwie, ne? Aber so ein Case und dann später für auch nicht, den habe ich auch noch nicht gehabt, den Steyr in der Größe. Ich meine, gut, klar, das wäre jetzt hier 234.000. Der Käse ist jetzt 192. 192. Ich meine, mit dem können wir schon ein bisschen mehr reißen, ne? Also, wenn man jetzt gleich eine Dimension höher geht, aber die Frage ist, ob dann nicht, ich habe schon wieder eine falsche Taste gedrückt. Löse mal kurz raus aus dem Menü, ja. Ich weiß es nicht. Schreibt es euch mal drunter. Vielleicht habt ihr eine Meinung. Und seid mir nicht böse, wenn ich dann doch anders entscheide. Aber ja, mal sehen. Vielleicht also was Größeres. Aber ich glaube, wir bräuchten ja noch ein paar Pferde. Wir müssen ja noch einiges haben. Wir brauchen noch einen Grubber. Wir brauchen noch was zum Einsehen. Und ja, kommt was zusammen. Ein paar Kühe, ne? Weil wir wollen ja mit Kühe anfangen. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Und aktuell noch Notprogramm. Das heißt, es kommen nicht so viele Folgen. Aber im Februar starten wir wieder durch. Denk, ach, ich verspreche schon wieder, ne? Dabei kriegst du dich jetzt schon wieder. Wird schon. Man muss einfach mal dran glauben. Macht's gut, ciao.